Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, den Thorsten, beim Clan True Warriors, direkt aus dem Clankrieg. Hier die ersten Live-Angriffe, ich hatte das ja in der Folge vorher gesagt, dass wir so ein bisschen was live mitnehmen. Und der Lukas will es gleich versuchen auf sein Gegenüber, auf die Nummer 15. Die Nummer 15 sieht so ein bisschen, ja, sieht ein bisschen komisch aus. Man kommt sicherlich super in die Base rein hier. Die Queen wird niemals außen rumlaufen, weil es hier gar kein Außen gibt. Es gibt hier also nur ein Innen. Und denke mal, der Luki wird hier auch mindestens 1, 2, 3 Sterne vielleicht sogar holen. Gucken wir mal. Wir sind live dabei. Jawohl, da ist er. Und dann gucken wir uns das mal an, von welcher Seite er kommt. Das hat er eben nämlich nicht gesagt. Aber er kommt von links hier über die gefährliche Bauhütte rein. Und schickt jetzt hier auf relativ breiter Front schon die Bowler mit rein, die Riesen mit rein, Helden hinterher, restlichen Bowler. Heiler überleben natürlich jetzt erstmal alle, weil die Luftabwehren nicht wirklich auf die Heiler schießen können. Die sind viel zu weit weg. Aus der Clanburg sehe ich, ja, da sehe ich auch wieder die Hexen, aber er giftet die Hexe gut. Da ist noch ein Babydrache. Rathaus hat er jetzt schon, 26% allerdings erst. Das ist wahrscheinlich der große Vor- oder Nachteil dieser Base hier. Aber er hatte hier unten natürlich jetzt die Walküren noch am Start. Und 2 Sterne wären das sicherlich, 3 Sterne. Mal gucken wir mal, ob die Truppen tatsächlich so weit kommen. Queen ist jetzt schon down. Es gibt noch ein paar Truppen, die noch in Heilung sind. Die Walküren laufen auch noch ganz gut. Die Bowler schaffen allerdings hier unten den Inferno nicht mehr. Damit ist er auch relativ nicht mehr zu schaffen von den Walküren, obwohl die Walküren jetzt noch in Heilung sind. Das ist natürlich stark. Das wird auf jeden Fall, werden das richtig viele hohe Prozente, weil die gehen jetzt nochmal gut durch. Ich hoffe nicht, dass die jetzt nach außen zu der Bauhütte gehen. Nein, machen sie nicht. Sie bleiben also noch in der Base, das ist natürlich super. Und jetzt ist allerdings auch der Heiler weg, aber wir haben jetzt schon richtig viele Prozente. Also das ist schon ein toller Angriff hier vom Lucky. Sieht gut aus. Jetzt sterben allerdings die Walküren. Aber 90%, gucken wir mal. 90, ja, bleibt bei 90%. Das ist klasse. Guter Angriff. Sauber, 2 Sterne, Lukas. Unser erster Angriff, beziehungsweise unser zweiter Angriff, aber der erste Angriff live. RH10 auf RH10 und so kann das eigentlich weitergehen. Oh, 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 das ist ja mal eine ganz seltene Sache, dass ich einen Live-Angriff auf meine Base sehe. Den nehme ich einfach mal auf. Mal gucken, ob meine Base hier verteidigt. Das ist ja mal geil. Jawohl, das ist super. Jetzt sieht man mal zwar meine CK-Base, aber das ist nicht so schlimm. Man sieht, die fallen ja nicht. Und deswegen kann ich diesen Angriff ruhig mal zeigen. Mal gucken, wie der Angreifer hier vorgeht. Mal schauen. Nach wie vor mein Manko. Ich weiß es selber. Ist die Mitte, denn dort können beide Infernos auf einmal gefriest werden und das ist scheiße eigentlich. Da bin ich auch noch nicht so mit zufrieden, aber ich bin eigentlich damit zufrieden, dass der Gegner jetzt nicht in meine Base reinkommt. Das finde ich gut. Die Truppen werden immer schön die ganze Zeit beschossen. Meine Clanburg ist immer noch nicht raus. Er kommt jetzt mit den Walküren. Jetzt kommt meine Clanburg aber auch so allmählich raus und ich habe Flug-Dev in meiner Clanburg drin, das heißt 2 Babydrachen und Lakaien. Das sieht noch ganz gut aus. Ich denke mal, die Walküre da in der Mitte wird das nicht ganz schaffen. Und jetzt ist noch die Queen hier am Start. Die Heiler bekommen jetzt auch schon Beschuss von meinem Single Inferno. Und ich hoffe, der brät jetzt auch einen Heiler nach dem anderen weg. Denn der lädt sich ja immer auf. Das sieht man jetzt hier mal ganz schön. Und müsste jetzt allerdings auch auf den Golem switchen, das tut er jetzt auch und dann ist er gleich auch Geschichte, da geht nichts mehr in die Mitte. 39%, er hat noch einen Bogey, die Queen ist jetzt hin und in der Mitte macht natürlich der Riese jetzt nicht unbedingt mein Rathaus. Meine Tesla kommen auch nochmal von da aus raus, oben sind natürlich noch ein paar Magier, da gehen noch ein paar Prozent sicherlich bei dem Angriff hier, aber der Bogey, der könnte jetzt noch ein Gebäude oben schaffen. Und
das wird vermutlich eine Verteidigung. Fünf Beobachter auf unserer Seite und 6 waren es eben auf der anderen Seite. Jetzt sind es 4-4, also es wären jetzt weniger auch von der anderen Seite aus. Denn wenn der Bogenschütze, die kleine Bogenschützin jetzt einen kleinen Schritt nach vorne macht, dann wird sie von dem Wizard Tower erwischt und damit habe ich defended hier. Das ist natürlich super. Das kriegt man ja auch mal selten live mit und das ist natürlich jetzt wirklich mal geil. Also den lasse ich jetzt auch auslaufen. Der läuft ja noch 20 Sekunden beziehungsweise nicht mehr so lange, weil der Bogi da oben jetzt nicht mehr so lange überleben wird und dass ich sowas mal in die Folge reinkriege, hätte ich auch nicht gedacht. So, da ist der Angriff Geschichte sauber. Super verteidigt, 47%. Ihr kennt dieses Zeichen, ne? Dieses Faust und dann so nach hinten. Oh, wir haben auch einen Angriff von unserem Hubert, den gucken wir uns auch live an, wenn wir hier schon drin sind in der Folge. Ich hatte ja in der vorherigen Folge gesagt, dass ich noch eine zweite Folge, nämlich diese hier bringe und kriege jetzt auch ein paar Angriffe rein. Das ist natürlich klasse, dieser ist allerdings fast vorbei. 2 Sterne hier vom Hubert, das wird er nicht mehr schaffen. Der Bogenschützenturm ist einfach zu stark dann für die Queen und so bleibt es hier bei 89%. Ja, ist in Ordnung, sind ja noch mal 2 drauf. Der Gegner greift schon relativ stark an. Den zeige ich jetzt nicht, aber Flashloop ist hier ein Rathaus, wie nennt sich das? 9.5 ist von einem RH9 gemacht worden, glaube ich. Der 24 ist ein RH9. Ja, muss ich nicht nachgucken, weil ich die Base selber mit Donner machen muss. Avatar ist standesgemäß von einem RH10 gedreiert worden und ich habe jetzt bisher verteidigt und ich glaube, oben hat auch der Norman schon verteidigt. Das sieht gut aus im 10er, 11er Bereich. So kann das weitergehen. Bis zu den nächsten Angriffen. Okay, der Garagus greift von uns an. Das hat er eben auch angekündigt. Ich habe kurz mein Okay gegeben. Ich muss dann ja zumindest immer die Aufnahme starten. Das war jetzt gerade so noch reingekommen in den Anfang des Angriffs hier und für ihn eine typische Startsequenz, nämlich Queen Walk. Das kann der Garagus richtig gut und ist hier auch wirklich kurz vor knapp seine Queen zu verlieren, aber richtig im allerrichtigsten Moment hier die Heiler nochmal geraged und ich nehme aber mal an, ja, das sieht noch ganz gut aus. Da kommen auch Hexen raus. Hexen sind zurzeit wirklich beliebt in den Clanburgen, aber er macht das hier ganz gut. Die hat er auf jeden Fall geschafft, hat jetzt allerdings die Queen schon gezündet. Die Queen stirbt jetzt auch, hat aber schon eine ganze Menge dort für den Funnel gesorgt und er kommt jetzt mit seinem starken King und mit Bolan in diese Base hier hinein, hat die Valkyren noch als stärkste Kraft hier dann gleich in der Base und räumt jetzt aber erstmal ein bisschen auf. Sonst laufen nämlich die Valkyren hier auch nur wieder im Halbkreis rum. Das sollen sie natürlich nicht. Und die werden jetzt aber den direkten Weg nehmen. Da hat er sehr, sehr gut gefunnelt. Rage die Valkyren jetzt nochmal und dann ist das Rathaus down. Der zweite Inferno ist down. Jetzt kommen noch ein paar Fallen raus. Ah, wie die gerade wieder gesprungen sind. Habt ihr das gesehen? Rein, raus, rein, raus. Und dann geht das erst weiter. Also kurz mal wieder rein, um die paar Skellies zu machen. Und dann wieder raus, um den Rest hier zu machen. Ist eine starke Base, aber war auch ein starker Angriff. Schöne 2 Sterne hier. 10/10. Bei uns, ihr habt das ja im Kampf vorher gesehen, haben wir schon gut verteidigt. Solange wir wie gut verteidigen und hier gut 2 Sterne holen, vor allen Dingen im oberen Bereich, ist alles grün. Alles gut, denn der Clankrieg, auch dieser Clankrieg hier, es ist ja ein 40-40 vor allen Dingen. Den haben wir ja schon ewig nicht gespielt. Das ist auch wirklich, wirklich mal wieder klasse, dass wir 40 Stück zusammenbekommen haben. Haben aber auch gesagt, wir nehmen auch die mit, die jetzt vielleicht nur einen Helden haben. Und das kompensieren wir irgendwie, das machen wir schon. Aber der 40er Clankrieg ist richtig krass und der wird oben entschieden, ganz klar. Und solange wir oben verteidigen, jawohl, super, 2 Sterne, ist das alles grün hier, ist alles gut. Und mal gucken, ob ich noch einen Angriff reinkriege. Und gleich den nächsten von Waveliner. Waveliner war, ich weiß gar nicht, ob der schon mal bei uns im CK jetzt mit drin war.
und ob ich schon mal einen Angriff von ihm gezeigt habe. Aber jetzt habe ich den Angriff allerdings verpasst. Wir sehen jetzt nur noch den Rest hier, weil ich gerade ein bisschen was getippelt habe. Aber die Bowler sind hier in der Mitte noch gut zugange. Ah, jawohl, das sind schon mal 2 Sterne. Ja, ist eine schöne offene Base natürlich auch, sehe ich jetzt gerade. Ich habe mir noch nicht alle anschauen können. Die ganzen gegnerischen Bases hier, um so hier und da schon mal zu spickern, was man machen kann, weil ich ja auch ein bisschen mehr angreifen muss mit einigen Chars hier. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, warum man da hinten jetzt nochmal so die Riesen so setzt. Die werden da, glaube ich, kein Prozent mehr schaffen, aber lenken natürlich die Def jetzt ab. Ja, kann man auch machen. Er hat sie vielleicht zu Anfang vergessen oder er brauchte sie zu Anfang nicht. Und die Queen wird noch gut durchgeheilt. Ah, das ist cool, denn die Riesen lenken jetzt die Def so ein bisschen ab. Da, ja, kann man machen. Super, habe ich jetzt auch so gedacht. Die Queen wird jetzt schon mal schön durchgeheilt. Ja, sauber. Und jetzt gehen die Riesen ganz genüsslich einmal durch die Doppelriesenbombe. Das macht aber gar nichts. Und das richtig Schöne ist, sie werden jetzt nochmal geheilt. Das ist richtig geil hier. Und bin hier richtig am Schmunzeln und am Lächeln. Weil ich den Anfang nicht gesehen habe, dass vielleicht der halb verpatzte Angriff hier plötzlich ein richtig guter Angriff wird. Denn auch das ist jetzt eigentlich super. Die Riesen ziehen die Def auf sich und die Queen geht ganz genüsslich außen rum und macht jetzt so ein Gebäudchen nach dem nächsten. Allerdings hat er jetzt auch nochmal 15 Sekunden Zeit. Aber holt ihr jetzt richtig viel Prozente raus. Und ja, guter Angriff. Gute 2 Sterne hier. Sauer. Das ist gut, super gemacht. Und muss man auch mal tippen. Genau, schade mit der Zeit. Ja, das war jetzt unglücklich, aber es war gut. Gute 2 Sterne. Ich hatte ja eben schon gesagt, wenn wir oben verteidigen und bei uns oben gut verteidigen und hier immer schon mal 2 Sterne holen, weil 3 Sterne sind nach wie vor bei uns nicht üblich im RH10-Bereich, dann ist ja alles grün und ich hoffe, ich kriege noch 1-2 Angriffe heute Abend mehr rein. Ja, den Angriff von Ragnar hätte ich jetzt fast verpasst, weil ich gerade mit Barfuß angegriffen habe und können uns aber sicherlich trotzdem noch das Ende hier angucken. Das sieht das sieht gut aus. Queen ist noch zündbar. Taps jetzt allerdings damit in die Doppelriesenbombe, aber sie wird noch von, ich glaube, dem Bowler war es, ausgelöst und hat jetzt noch unter Heilung allerdings 3 Dev-Gebäude. Das sieht gut aus. Ich bin ja jetzt recht spät hier reingekommen in den AG. Da unten ist ein Clean-Up Lucky schon rechts am Werk. Und die Riesen tanken allerdings noch ganz gut. Die Queen ist noch voll unter Heilung. Er zündet sie jetzt auch schon, weil es wahrscheinlich ein kleines Zeitproblem sonst gibt. Denn die braucht als Level 9 Queen doch ein bisschen länger durch die Mauer. Aber das sieht jetzt ganz gut aus. Die Riesen bohren sich da jetzt durch die Mauer oben durch. Die Bowler laufen außen lang und clearen dort. Das wird sicherlich zeitlich eine knappe Geschichte. Wo ist der Lucky hin? Der Lucky ist weg, wahrscheinlich von der Luftbombe. Und jetzt wird das hier ein enges Ding. 30 Sekunden, ja, das könnte aber trotzdem klappen. Die Riesen werden hier jetzt noch ein bisschen mithelfen können. Die kommen jetzt gut durch die Level 8 Mauer hier. Und das müsste in 18 Sekunden eigentlich zu schaffen sein. Die Queen ist jetzt noch mit dabei. 14, 13. 3 Gebäude noch, aber so viel Feuer, wie jetzt diese beiden Dinger kriegen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, 100. Alter. Das war aber die Punktlandung schlechthin. Meine Herren. Donnerwetter. Super Angriff auf der allerletzten Rille. Manometer, ey. Ja, sauber. Gutes Ding. Wir sehen uns weiter. Der Barfuß hat auf sein Gegenüber, um das mal kurz zu checken, 59% geholt, 38 gegen 38. Da hatte der Barfuß leider, geh mal kurz in den Angriff rein, zeige ihn aber nicht, nur dass man das mal sieht. Der RH8 musste hier den RH9 machen mit zumindest maxed out für RH9. X-Bogen und einer Queen hier unten, aber hat das ganz gut geregelt. 59%, absolut in Ordnung für einen Barfuß. Der wird sich jetzt hier oben noch irgendwo einen Gegner schnappen. Mal gucken, was hier noch so außen steht. Ich hatte ja noch nicht alle Bases gesehen. Bis zum nächsten Angriff.
Ja, da kriegen wir ja in der Folge richtig viel rein. Live-Angriff von Hocke auf ein RH-11, allerdings ohne, muss gerade schauen, ohne Adler-Dev. King hier ganz weit außen, den kann man natürlich wirklich super wegmachen, nämlich mit einem Lakaien, aber er entscheidet sich hier, dass er hier mit Lufttruppen reingeht. Ich sehe gerade, ich habe das ganz verpasst, der Hocke hat seine Hunde und seine Loons gelevelt, versucht er jetzt sicherlich mit dem Kill-Squad eine La zu machen, hat er auch schon geschafft, kommt jetzt von der anderen Seite, ich weiß noch nicht, was mit den Clanburg-Truppen ist, das habe ich jetzt noch nicht beobachten können, was da rauskommt oder kam. Oder ob er die gelockt hat. Aber die Hunde tanken hier jetzt super. Zumindest tanken zwei eine La. Er kommt hier jetzt rechts nicht ganz so gut rein. Aber die Masse geht da jetzt reingeschoben von, ich glaube gerade von so einem Feger. Und kommt hier jetzt gut durch. Ich weiß allerdings nicht, wie er noch das Rathaus hier schaffen will. Hat aber noch 12 Lakis im Gepäck. Und damit wartet er wahrscheinlich. Ah nein, jetzt fliegen die nach außen hier unten, die Loons. So eine Scheiße. Aber in der Mitte sind richtig viele Lakis am Rathaus. Und jetzt wird natürlich leider, kommt den Tesla, nein, den Inferno schafft nicht mehr. Oh, jetzt schafft er das nicht. Hat aber noch 12 Lakis. Mal gucken, wie er die jetzt setzt, damit das hier noch ein 2-Sterne-Angriff wird. Nein, nicht von da. Da kannst du nur noch Prozente machen. Ich meine, das Rathaus braucht jetzt nicht mehr viel. Das sieht er jetzt natürlich leider nicht. Wir gucken mal. Ah, doch, das Rathaus braucht doch noch ganz schön viel. Das wird er vermutlich nicht packen. Ich denke mal, das schaffen die Lakaien jetzt nicht. Die gehen jetzt hoffentlich noch zum Rathaus. Alle Mann zum Rathaus? Nein, nicht alle. Okay, sie gehen nicht alle zum Rathaus. Sie gehen leider außen rum. Ich habe den Angriff ja nicht von Anfang an gesehen. Schade. Ein Stern immerhin nicht verkackt. Aber er wird sich trotzdem ärgern, dass das hier nicht mindestens ein 2-Stern wurde. Nur hat das Kill-Squad vielleicht ein bisschen länger durchhalten müssen. Das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe den Anfang nicht gesehen. Aber da geht sicherlich mehr und der Gegner greift hier auch schon wieder an. Macht hier unsere 25, macht 25. Wir gehen trotzdem mal in die Dev rein. Ihr könnt euch denken, warum. Weil das ein RH9-Account von mir ist. Und sehe hier, jetzt sagt nicht, ich sehe hier schon die zweite Verteidigung meiner Basis an einem Abend. Das wäre, nein, nicht. Oh, da hat er einen Lack da mit dem Bogi. Eieieiei, schade. Okay, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass der Bogi das Rathaus hier schafft. So wird das hier, ich weiß gar nicht, wie viel Prozente so ein Rathaus gibt. Das ist ja auch mal ganz interessant. Mal gucken, wie viel. Okay, das gibt 2% so ein Rathaus. Das war es aber. Ein Stern nur. Ein Stern ist immer noch verteidigt und knappe Sache hier. Ja, sieht gut aus. Da habe ich jetzt mal kurz reingeschaltet in die Verteidigung, weil das auch ein Account von mir ist hier. Und ich hätte fast gedacht, oh, zweite Def, aber nein. Aber ansonsten sieht das hier noch ganz geschmeidig aus. Okay, hier unten, da wollen wir nicht drüber reden. Aber selbst unser Achter hat hier noch 2 Sterne offen. Das ist gut. Ja, das sieht noch ganz durchwachsen aus. Und auf der anderen Seite, ja, das war jetzt, mein Gott, der Krieg hat gerade erst angefangen. Da ist noch so viel offen. Wir haben erst 8 Angriffe gemacht. Und das wird schon. Mal sehen, ob ich heute noch einen reinkriege und, also nicht einen reinkriege, einen Angriff reinkriege. Ich kriege sicherlich noch einen rein heute, da mich meine Söhne natürlich ständig treten und triezen. Aber ich hoffe, dass ich noch einen Angriff reinkriege. Bis dann. Okay, hier unten im Bild ist schon wieder ein Ausrufezeichen. Wir gucken uns live den Angriff von Krümelmonster an. Ihr könnt euch sicher erinnern an Krümelmonster, zumindest die schon etwas älter sind, können sich mit Krümelmonster sicherlich identifizieren und kommt hier breit in die Base rein. Der Golem oben geht jetzt vielleicht etwas unglücklich, aber sicherlich wissentlich auf die Kanone zu, ist aber auch immerhin schon 3er-Golem, also er wird da unten ewig vor dieser Kanone stehen. Jetzt kommen da oben 2 Magier dazu. Er kommt richtig, oh, richtig krass mit dem Killsquad hier in die Mitte rein. Donnerwetter, da geht richtig, richtig weit vor allen Dingen schon was. Hat noch 2 Hunde und 12 Loons als Finish-Truppen in seinen Slots unten. Hat noch einen Wutzauber und einen Eilzauber. Das sieht aber schon mal ganz gut aus. Die Queen ist noch in der Mitte, gerade so am Leben. Oben tankt der Golem.
Zumindest auch den Bogenschützenturm, der da oben ist. Und ja, der Feger, gegen diese Übermacht der Loons kann sich der Feger jetzt auch nicht mehr wehren. Wenn das hier, das kann jetzt ruhig einen Verbindungsabbruch geben, die Truppen laufen weiter. Also das ist ein super 3-Stern, super gemacht hier von Krümelmonster. Queen ist sogar noch am Leben, 10er Queen und 11er König und dann Go Laloon. Ja, das ist sauber. Da ich aber auch weiß, dass das ein Zweitaccount von Mario ist, von Jenek heißt er, der sowieso gute Angriffe mit Go Laloon macht, ist das hier schon berechtigt. Also richtig guter Angriff. Hier unten noch was, ja, da unten ist noch die Bauhütte des Todes, aber er hat auch noch todesmäßig viel Zeit, also jetzt noch über eine Minute und dann ist das hier sauberer Live-3-Stern geworden. Die Folge wird ganz schön dick, aber das macht jetzt nichts. So lange, wie ich hier die Angriffe reinbekomme und auch noch richtig laut hier was sagen kann abends. Es ist ja immerhin schon weit nach 10 Uhr und hier sind aber noch alle auf. Auch meine Jungs sind da unten noch mit Freunden aktiv und ist also noch richtig Party im Haus und auch Party im CK. Sieht gut aus und bis zum nächsten Angriff. Und noch ein Ausrufezeichen da unten. Das ist der Jurz. Der Jurz greift an. Ich muss mal eben das Fenster ein bisschen zu machen. So, der Jurz greift an mit Go Viva. So nennt man diesen Angriff, glaube ich. Hat Bowler in der Clanburg und kommt gut in die Mitte rein. Muss hier auch 21 auf 21. Ja, ist RH10. Okay. Giftet jetzt die Clanburg-Truppen. Ja, das sieht gut aus. Das Rathaus ist natürlich auch sehr weit am Rand. Was heißt sehr weit am Rand? Nicht so weit am Rand wie bei Swash eben. Aber doch schon gut erreichbar. Und das sind natürlich echt wenig Prozente. Der Stern ist zwar da, aber nur 30%. Das ist gewonnen. Aber zu wenig, was jetzt die Sterne angeht. Und da müsste ich mal genauer analysieren, warum da jetzt doch so viel so schnell gestorben ist. Hier unten ist natürlich sehr unglücklich, dass der Golem noch an der Mauer kratzt. Den brauchen wir uns nicht bis zum Ende angucken. Das wird vielleicht noch ein Prozentchen, aber mehr leider auch nicht. Kann man nichts machen, aber nicht verkackt. Das ist bei uns ja auch immer wichtig, dass man zumindest auch im ersten Angriff nicht verkackt. Nicht, dass man zu nervös ist oder zu viel Respekt vor irgendetwas hat, meistens vor der Clanburg. Und mal sehen, ob ich heute noch einen Angriff reinbekomme. Und einen kriegen wir noch rein heute Abend. Das ist der Knockout auf die letzte Base, auf die 40. Er entscheidet sich hier für einen klassischen Drachenangriff mit Loons in der Clanburg und hat, so wie ich das gesehen habe, eine La weggeblitzt, hatte jetzt noch einen Wut, hat jetzt aber ganz gut zu tun hier mit den Drachen bei den vielen dicken Lagern, ist aber jetzt schon, ja, eigentlich ist er schon durch, hätte ich fast gesagt, denn da hinten ist noch ein Bogenschützenturm, der den Drachen gefährlich werden kann, beziehungsweise rechts ist auch noch einer, aber ich denke mal, die beiden werden jetzt nicht unbedingt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drachen jetzt noch schaffen. Das glaube ich nicht, zumal jetzt schon ein Drache sich den rechts oben vornimmt. Das heißt, es ist jetzt nur noch einer da. Aber hier unten ist natürlich noch so ein uns gemeiner Tesla. 1 Minute 47 Sekunden. Ja, das könnte nochmal zeitmäßig ein bisschen eng werden. Aber die Base ist jetzt auch nicht so groß. Das heißt, die Drachen werden dann schon rechtzeitig durchfliegen. Als vorletztes Gebäude werden sie wahrscheinlich die Bauhütte machen. Mal gucken, ob der jetzt nicht schon, ja guck, der fliegt sogar schon zur Bauhütte hin und seine nächsten Ziele werden dann auch schon hier unten sein, das Armeelager und die Kaserne, also das werden in jedem Fall locker verdiente 3 Sterne und es sind reichlich Drachen noch über, also das war dann ein super RH8 auf RH8. Damit sind wir unten zwar noch nicht ganz durch. Der Barfuß hat, glaube ich, noch einen Angriff und der O hat jetzt auch noch beide Angriffe. Da er eigentlich diese hier hätte erst machen müssen, aber das macht nichts, wer letztendlich den 8er macht. Hauptsache R8 macht R8 hier
Und dann sieht das hier unten schon gut aus. Oben sieht es immer noch gut aus. 11 Angriffe auf unserer Seite, 18 auf der Seite. Und ich würde sagen, das war es auch erstmal an dieser Stelle. Mal sehen, ob ich morgen tagsüber noch einen rein bekomme. Natürlich, ich kriege natürlich einen rein. Ich meine natürlich, ob ich nicht noch einen Angriff aufnehmen kann. Heute tagsüber. Für heute abends reicht das erstmal. Bis gleich. Das heißt also, der Schnitt wird jetzt quasi gleich von Tag auf Nacht sein, beziehungsweise von Nacht auf Tag. Bye bye. So, es ist Tag und ich habe ja jetzt schon relativ viele Angriffe hier doch drin. Ich habe jetzt schon wieder einige aufgenommen von heute früh und ich würde sagen, die muss ich in einem nächsten Video zeigen, sonst sieht dieses hier viel, viel zu lang. Und wenn euch aber trotzdem die Folge gefallen hat mit den vielen Live-Angriffen, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wer noch kein Abonnent ist, gebt mir ein Abo. Und dann sehen wir uns morgen in einer weiteren Folge von den restlichen Angriffen hier. Wenn es heißt, der Toto flasht